Ramadan, ein Monat des Glaubens. Alles Lob gebührt Allah in der Welten, dem in seiner Erwürdigungsschrift sagt, unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen hatten, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben und welche, die noch warten, und sie haben nichts verändert, nicht im Geringsten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Der Glaube an Allah ist eine der großartigsten Gaben Allahs des Erhabenen, dem anbetenden Dienenden gegenüber. Der Erhabene sagt, jedoch Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und ihn schön gespuckt in euren Herzen. Und er hat euch Unglauben, Widerspenstigkeit und Widersetzlichkeit verabscheuenswert gemacht. Das sind jene, die der rechten Bahn folgen. Durch die Gnade und die Huld Allahs und Allah ist allwissend, allweise. Zweifelsohne ist der Monat Ramadan ein Monat des wahren Glaubens. Daher fangen die Fastenversen im ehrwürdigen Koran mit dem Aufruf bzw. bezeichnen mit Glauben an. Der Gepriesene sagt, O die ihr glaubt, fastet, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr euch schützt. Im Islam ist der Glaube die Grundlage der Religion bzw. der islamischen Gesellschaft. Der Glaube an die Existenz und Einzigkeit Allahs ist das Wesen, der erste Grundstein dieses Glaubens. Weil der Monotheismus der eigentliche Kern dieses Glaubens ist, muss die islamische Gesellschaft alle nötigen Voraussetzungen treffen und alle erforderlichen Maßnahmen unternehmen, die diesen Tawhid zu schützen vermögen. Das entscheidende Grundprinzip dieses Tawhid ist dabei der Glaube an die Einheit Allahs. Im Islam ist Allah aber nicht mit den menschlichen oder irdischen Mitteln zu erfahren. Sich von ihm Bilder oder Vorstellungen in Gestalt seiner Geschöpfe zu malen, ist völlig untersagt. Er ist außerhalb jeglicher erfassbaren Wahrnehmbarkeit. Allah ist mit seiner Macht und seinem Wissen allgegenwärtig. Seine Allmacht und sein Allwissen erreichen alle uns verborgenen Dinge. Die Allgegenwärtigkeit Allahs ist also so zu verstehen, dass ihm in seiner Allmacht und seinem Allwissen nichts verborgen bleibt. Allahs Größe lässt nur einen einzigen Vergleich mit der Größe seiner Geschöpfe zu, nämlich die Erkenntnis, dass er größer ist als alles, was man erdenken kann. Im bekanntesten Hadith mit Gabriel sagte der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, als er nach dem Glauben gefragt wurde, der Glaube ist, dass du an Allah, seine Engel, seine Offenbarungsbücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag und die Bestimmung in ihrem Guten und ihrem Schlechten glaubst. Der Erhabene sagt, nur die sind Gläubige, deren Herzen erbeben, wenn Allah genannt wird und die, wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden, dadurch zunehmen an Glauben und auf ihren Herrn vertrauen. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Muslim ist der, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind, und der Gläubige ist der, dem die Leute sich vertrauen. Mit dem Glaubensbekenntnis, es gibt keine Gottheit da außer Allah, kommt die Unterscheidung zwischen Glauben und Unglauben zustande. Hier ist die Grenze zwischen Islam und Polytheismus gesetzt. Der Mensch muss dieses Bekenntnis mit vollem Herzen und in aller Aufrichtigkeit artikulieren und vor allem innerlichen Empfinden. Die Wichtigkeit dieses Bekenntnisses wird durch die folgende Überlieferung dargestellt. Als der Prophet seinem Gefährten Mu'adh ibn Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, in dem Jemen schickte, und dort die Lehren des Islam zu verkünden, sagte er ihm, du kommst zu einem Volk der Schrift, lad sie zuerst zum Glaubensbekenntnis ein, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um ein Lebensbekenntnis, sondern man muss dessen Inhalt und Bedeutung in Kenntnis nehmen, sich im praktischen Leben nach ihm ausrichten
und sich mit diesem Bekenntnis in jeder Hinsicht identifizieren. Um den eigenen Iman zu vertiefen, muss man sich mit diesem Bekenntnis gedanklich und praktisch dauerhaft beschäftigen. Der Koran hat die Tatsache des göttlichen Wesens immer wieder betont, die die Einheit Allahs akzentuiert und jegliche andere Gottheit verneint. Allah sagt, nehmt euch nicht zwei Götter, er ist nur ein einziger Gott. Vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Der Islam in seiner letzten Form, die Muhammad verkündet hat, basiert auf dieser Tatsache, genauso wie die früheren Formen des Islam, die Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jakob und alle anderen Propheten Allahs verkündet haben. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Noah anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will, und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Muslime müssen dementsprechend die Dauer in guter Art und Weise erfüllen. Die Schriftbesitzer, also Juden und Christen, werden als erste Gruppe angesprochen. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herrn außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Solche Verse aus dem Koran weisen jedwede Gottheit außer Allah zurück. Alle Propheten haben diese Botschaft verkündet, Götzenbilder, Feuer, Engel, Tiere oder Menschen als Teilhaber an Gottheit zu betrachten, ist vom Islam völlig untersagt. In der islamischen Lehre ist kein Mensch berechtigt, irgendeinem außer Allah zu gehorchen. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gibt es manche, die Allah richtig geleitet hat, und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irrgehen bewahrheitet hat. So reist auf der Erde und Meer und schaut, wie das Ende der Leugner war. Die Bedeutung des Iman kann man daran ermessen, dass er sowohl zu den Bestandteilen der Anbetungshandlungen als auch zu den Grundsätzen der islamischen Ideologie gehört. Noma berichtete wiederum, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Islam basiert auf fünferlei, dem Glaubensbekenntnis, dass es nichts Verehrungswürdiges außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem genauen Verrichten des Gebets, der Abgabe der Zakat, der Hajj sowie dem Fasten im Monat Ramadan. Das Glaubensbekenntnis ist, wie wir hier gesehen haben, die erste Pflicht im Islam. Nur durch die Shahada kann man in den Islam eintreten. Ohne sie gibt es keinen Zugang zum Islam. Die Stufen des islamischen Glaubens werden in einem Teil eines Hadiths, der von Omar berichtet wird, folgendermaßen ausgeführt. Eines Tages befand sich der Prophet gerade in Gesellschaft einiger Leute, als ein Mann herbeikam und fragte, was ist der Islam? Der Prophet erwiderte, Islam ist, allein Allah zu dienen und ihm nichts beizugesellen, das Gebet genau zu verrichten, die vorgeschriebene Zakat zu entrichten, das Fasten im Monat Ramadan einzuhalten. Dann fragte der Mann, und was ist der Glaube? Der Prophet antwortete, der Glaube bedeutet an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und an den jüngsten Tag zu glauben. Brüder im Islam, Ramadan ist ja ein Monat des Glaubens, ist aber auch ein Monat der Männer. Das heißt, das Fasten ist eine Schule. Der Erhabene sagt, unter den Gläubigen sind Leute,
die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen hatten, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben, und welche, die noch warten, und sie haben nichts verändert, nichts im Geringsten. Er sagt auch, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für den Garten erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und fallen, eine Verheißung binden für ihn in der Tora, im Evangelium und im Koran. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah, so freut euch eures Handels mit ihm, denn dies fürwahr ist die höchste Glückseligkeit. Das Fasten gehört auch zu den wichtigsten Faktoren des Persönlichkeitsaufbaus. Der Erhabene sagt, O du Verhüllter, erhebe dich und verbringe die Nacht im Gebet, stehend, bis auf ein kleines, die Hälfte davon, oder verringere es ein wenig, oder füge ein wenig hinzu und sprich den Koran langsam und besinnlich. Fürwahr, wir legen dir da ein Wort auf, das gewichtig ist. Wahrlich, die Nachtwache ist die beste Zeit zur Selbstsucht und zur Erreichung von Aufrichtigkeit im Wort. Der Erhabene sagt auch, es ist in Häusern, für die Allah verordnet hat, sie sollten erhört und sein Name sollte darin verkündet werden. Darin preisen ihm am Morgen und am Abend Männer, die weder Ware noch Handel abhält von dem Gedenken an Allah und der Verrichtung des Gebets und dem Geben der Zakat. Sie fürchten einen Tag, an dem sich Herzen und Augen verdrehen werden. In Beschreibung der Paradiesbewohner sagt der Erhabene, sie schliefen nur einen kleinen Teil der Nacht und vor Tagesanbruch suchten sie stets Vergebung. Er sagt in einer anderen Stelle, ihre Seiten halten sich fern von ihren Betten. Sie rufen ihren Herrn an in Furcht und Hoffnung und spenden von dem, was wir ihnen gegeben haben. Doch niemand weiß, was vor Augenweide für sie verborgen ist als Lohn für ihren Taten. Wir sind die Gemeinschaft des Islam, die letzte Gemeinschaft, die hervorgebracht wurde. Wir besitzen die jüngste himmlische Botschaft. Allah der Erhabene hat unseren Propheten mit seiner Gunstbezeichnung und Großzügigkeit zum Oberhaupt der Propheten gemacht und uns zur größten und hochrangigsten Gemeinschaft im Paradies werden lassen. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, wir sind die Letzte, die Vorauseilenden am jüngsten Tag, obwohl ihnen die Offenbarungsbücher vor uns gegeben wurden. Der Prophet sagte, bei dem in dessen Hand die Seele Muhammad ist, ich hoffe gewiss, dass ihr die Hälfte der Paradiesbewohner ausmacht. Dies deshalb, weil das Paradies nur eine muslimische Seele betritt. Und ihr seid unter den Abhängern der Götzendienerei wie das weiße Haar auf der Haut des schwarzen Stieres. Oder das schwarze Haar auf der Haut des roten Stiers. Allah der Erhabene hat uns allen Gemeinschaften vorgezogen. Der Erhabene sagt, er sei die beste Gemeinschaft, die für den Menschen hervorgebracht worden ist. Und er hat uns zu Zeugen über die restlichen Gemeinschaften gemacht. Der Erhabene sagt, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Der Vorzug der Gemeinschaft des Islam beruht nicht auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse, der Benutzung einer gewissen Sprache oder dem besonderen Aussehen, sondern darauf, dass Allah sie mit der Religion des Islam ausgezeichnet hat. Allah, der über jedem Mangel Erhabene, sagt, gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Wer am Islam festhält, die Anweisungen des Koran befolgt und dem Oberhaupt der Menschen, dem Propheten Muhammad, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, folgt,
wird die erwähnten guten Dinge erlangen und die versprochenen Belohnungen gewinnen. Und wer an der Methode zweifelt und seinen Neigungen überwältigt wird oder sich von seinen Gelüsten treiben lässt und vom Wege abirrt, ist sehr weit von den Trägern dieser Ehre entfernt. O Allah, nimm an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende, und kehre dich gnädig zu uns, denn du bist der oft gnädig sich Wendende, der Barmherzigste.